Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Guck mal her. Mann, guck hin. Das passiert auch mit dir, wenn du nicht morgen 50 Euro bringst, verstehst du? Und jetzt nicken und verpissen. Ist die echt? Sag mal, ich hab gehört, du kommst aus Zehlendorf, reiche Arschlochgegend. Wir sind nicht reich. Willst du dich jetzt wehren? Er ist ein Mann geworden. Du willst dich wehren? Wenn du willst, sag ich meinem Vater Bescheid, der macht sie fertig. Das ist dein Vater. Boxer? Nee, Metzger. Du hast ein ehrliches Gesicht. Und Leute mit ehrlichem Gesicht kann ich immer gut gebrauchen. Bella, wie geht's denn? Den Jungen fährst keiner hier an. Guck ihn mir an. Diesen Jungen fährst du nie wieder an. Hast du das verstanden? Und du machst was genau? Ach, Teppiche schleppen, sie einwickeln, sie entfusseln, sie in den Keller schleifen. Solche Sachen halt. Geh mal nach Hause. Ich hab uns Plastik besorgt. Mach Maximum. Schwachkatze, siehst du nie wieder. Ist das klar? Das ist gar nichts klar. Ich reiß mir hier den Arsch auf, um irgendwie klarzukommen. Ich bring sogar Geld mit nach Hause. Und was machst du? Sorry, ich mach meine Faust. Ich meine, du willst jetzt nicht sterben, oder? Habt ihr Arbeitsdienst zu leisten? Hey, der Blonde da im Tor, der ist nicht mal schlecht. Hey. Ziemlich gut sogar. Überlassen Sie mir ein paar Tage. Trautmann, du spielst Fußball und du bleibst schön still, stumm. Okay, Jungs, hört mal. Das ist Bert aus Bradford. Wir probieren ihn heute mal im Tor aus. Was ist mit Bert aus Bradfords Hals? Er hat da oben eine Kriegsverletzung. Der Arme kann kaum sprechen. Du bist völlig verrückt. Das ist ein verdammter Deutscher. Der Junge kann uns vor dem Abstieg bewahren. Hier geht's nicht um Fußball, Dad. Er ist ein verfluchter Nazi. Er hat wie alle seine Hand zum Gruß gehoben und Heil Hitler geschrien. Aber wahrscheinlich hättest du deinen auch gehoben, um die Mannschaft vor dem Abstieg zu bewahren. Ich bin doch kein Monster. Denkst du, du spielst ein bisschen Fußball und alles ist vergeben und vergessen? Statt zum Tanzen zu gehen, mussten wir unsere Abende im Luftschutzkeller verbringen. Ich hätte lieber mit dir getanzt, als auf dem Schlachtfeld zu stehen. Fußball ist auch eine Art von Tanz. Ganz sicher nicht. Es ist absolut barbarisch. Was wollte Thompson? Er will mich für ein Probespiel sehen bei Man City. Ihnen wurden mehrere Orden verliehen, unter anderem das Eiserne Kreuz. Du hast das Eiserne Kreuz. Das bedeutet nichts. Wie soll das mit uns sonst funktionieren? Du musst mir vertrauen. Ich habe Bert als Menschen kennengelernt, als Mann. Würdet ihr ihn als Menschen sehen und nicht nur als Deutschen, dann könntet ihr erkennen, wie sehr er sich bemüht, die Vergangenheit zu bewältigen. Spielen Sie für die Menschen, die Sie aufgenommen haben. Spielen Sie für Ihren Sohn. Und geben Sie etwas zurück. Was machen wir jetzt? Wir marschieren an die Küste, stoßen zu unserer Armee und kehren zurück in den Krieg. Wer sind Sie? Ein britischer Offizier und sein Pilot. Unser Flugzeug wurde abgeschossen. Hätten Sie für mich vielleicht eine Tasse Tee? Sie sind jetzt offiziell Kriegsgefangene des Dritten Reichs. Sollten wir Sie nicht erschießen? Nein. Warum nicht? Wir sind keine Hottentottenschwarz. Ich habe eine deutsche Maschine gefunden. Genau hier. Wo ist die Besatzung? Ich weiß nicht.
Ich bin britischer Offizier und werde keine Befehle von Ihnen entgegennehmen. Wachen Sie lieber auf, Captain. Und Sie, gehen Sie zu Ihrem Bett. Das ist alles andere als fair. Das hier ist Krieg und kein dämliches Spiel in Ihrem Country Club. Du hast den Pisswettbewerb gewonnen, Stunk. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die britische Seite und das ist die deutsche, verstanden? Warum sind die Deutschen nur so besessen von Regeln und Vorschriften? Das werden Sie nie verstehen. Genau deshalb ist Deutschland so groß und das britische Empire zerfällt. Zerfällt? Ach, Nonsens. Dem Empire geht es gut. Wir haben nichts zu essen und auch kein Feuerholz mehr. Warum gehen wir nicht getrennte Wege? Dürfte ich Ihnen die wundervolle norwegische Landschaft vorstellen? Bitte tun Sie es nicht. Steht fest. Puh, wir werden hier alle sterben. Damit fliegen wir in den Westen. Aber was, wenn die Soldaten auf uns schießen? Ja, wir müssen höher. Durch die Wolken. Meter weiter und die wären drüben gewesen. Die werden sich schön in den Arsch gebissen haben. Den gesamten Umkreis von 500 Metern absuchen. Ich will, dass auch der kleinste Fetzen dokumentiert wird. Die Medikamente. Und die haben unsere Fingerabdrücke an der Gondel. Wir hätten das nicht tun dürfen. Günther, die Stasi ist hinter uns her. Die geben keine Ruhe, bis die uns geschnappt haben. Nochmal einen Ballon bauen. Wenn ihr mitmacht, dann können wir es schaffen, das weiß ich. Eine Familie wollte in einem Geschäft 200 Meter Taft kaufen. Die fangen an, Fehler zu machen. Ihr Vater ist bei der Stasi, verdammt nochmal. Du wirst sie nicht mehr treffen. Wir bauen das Ding jetzt einfach schnell fertig und dann nix wie weg hier. Peter, was ist dein Papa vom Beruf? Mein Papa ist Näher. Was näht er denn da? Darf ich nicht sagen. Aber mir darfst du doch alles sagen. Schaffen wir auch nie. Können wir kurz reinkommen? Die überprüfen die Rezepte. Das Risiko ist zu groß. Wir wollten doch immer, dass die Jungs in Freiheit aufwachsen. Versprich mir, dass den Kindern nichts passiert. Warum fangen Sie nicht damit an, ehrlich zu mir zu sein? Ich habe es noch niemandem erzählt. Das sollten Sie vielleicht. Als ich jung war, hatte ich eine Affäre. Sie war Ihre Freundin? Sowas Ähnliches. Sie mochte es gern, wenn man ihr vorlas. Du erzählst mir nie, was du gerade lernst. Wir nehmen ein Stück durch. Du kannst es lesen. Ich würde dir lieber zuhören. Sage mir von den Taten, Muse. Den Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt. Warum gehst du so früh? Er geht immer so früh. Die Affäre dauerte nur einen Sommer. Ich kann nicht ohne dich leben. Schon der Gedanke daran bringt mich um. Liebst du mich? Entschuldigen Sie, ich suche nach Hannah Schmitz. Schmitz ist weg. Sie ist weg? Hat sie gesagt, wo sie hin wollte? Ich werde diese Fälle einen nach dem anderen behandeln. Mein Name ist Hannah Schmitz. Sie sind 1943 in die SS eingetreten? Die haben Wachpersonal gesucht. Ich war Jurastudent. Ich erinnere mich ganz deutlich. Die Gesellschaft glaubt, sie würde moralischen Gesetzen gehorchen, aber das tut sie nicht. Jede Aufseherin hat eine bestimmte Anzahl von Frauen ausgesucht. Am Abend holte Hannah Schmidt sie zu sich. Diese Frauen mussten ihr laut vorlesen. Sie sagen doch, wie sollen die Juristen denken?
Was wollen wir hier erreichen? Wir versuchen nur, es zu verstehen. Sieh dir diese Frau an. Welche Frau? Die Frau, die du dauernd anstarrst. Ich weiß nicht, welche Frau angetan hat. Sie hat anderen Menschen viel Schlimmeres angetan. Sie haben Frauen ausgewählt und gesagt, du und du wirst zurückgeschickt und dann ermordet. Nein, nein! Hast du oft über die Vergangenheit nachgedacht? Es kommt nicht darauf an, was ich denke. Es kommt nicht darauf an, was ich fühle. Die Toten sind immer noch tot. Wie schuldig kann man sein? Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.